Also unser Projekt war Online-Klausuren. Wir waren vier Leute, Felix, Arne, Franz und Dominik. Und wir haben uns überlegt, ja, wie man halt Online-Tests schreiben kann. Dafür müssen wir uns anschauen, welche Vorteile das bietet. Das bietet eine dynamische Zeitverteilung. Es ermöglicht eine Ortsunabhängigkeit, zum Beispiel wie jetzt in Zeiten von der Corona-Krise. Die ganzen Schulen sind geschlossen. Man kann auch mit dem Computer mehr innovative Aufgabentypen realisieren. Es schont auch die Umwelt, da man am Computer schreibt und nicht auf Papier. Und es schließt aber keinen Klassenraum aus. Das heißt, die Online-Klausuren kann man auch im Klassenraum machen. Nächste Folie, ja. Die Idee war, dass wir natürlich mehrere Aufgaben haben, aber jeder Schüler hat eine andere Aufgabe zuerst. Also die Aufgaben sind in einer anderen Reihenfolge für jeden Schüler. Man hat auch eine begrenzte Zeit für jeden Schüler, für jede Aufgabe. Und sobald die Zeit abgelaufen ist oder man die Aufgabe erledigt hat, kommt dann die nächste Aufgabe. Das muss man einfach machen, damit man das Spick-Risiko verkleinern kann. Man muss auch angepasste Aufgaben stellen, weil man hat da Google zur Verfügung. Das dient als Hilfsmittel, wie in Physik zum Beispiel die Formelsammlung. Und da muss man natürlich die Aufgabentypen dann anpassen, indem man keine Lernfragen stellt, sondern mehr Aufgaben, indem man Google als Hilfsmittel halt hernehmen kann. Um die Idee umzusetzen, haben wir folgende Technologien benutzt. Wir haben für das Frontend Flutter und Dart benutzt. Flutter ist eine Open-Source-Entwicklungskit von Google und Dart ist eine objektorientierte Programmiersprache. Der Vorteil von Flutter ist, dass man die Nutzung auch durch eine App oder auch durch die Webseite machen kann. Und als Backend haben wir Java mit SQLite als Datenbank benutzt, weil SQLite ist die meistverwendete Datenbanksystem der Welt und wird auch für mobile Telefone und Browser verwendet. Dann kommen wir nun zu unserem Prototyp, den wir jetzt in diesen vier ereignisreichen Tagen gebaut haben. Dieser hat einen einfachen Flow. Und zwar beginnt der Schüler damit, dass er quasi auf die Webseite geht. Dort meldet er sich dann mit seinem Nutzername und Passwort an. Er kann dann aus mehreren Tests wählen, bei denen er teilnahmeberechtigt ist. Dann wählt er einen aus und dann geht der Test auch schon los. Hierbei haben wir bereits verschiedene Aufgabenarten implementiert. Einerseits Multiple-Choice-Fragen, aber auch Freitextaufgaben, mit denen man dann sehr, sehr viele verschiedene Dinge machen kann. Aber dieses System haben wir sehr einfach erweiterbar gestaltet, damit da der Fantasie des Lehrers keine Grenzen gesetzt sind. Die Aufgaben werden, wie bereits erwähnt, jedem Schüler in zufälliger Reihenfolge gezeigt, damit Abschreiben möglichst verhindert wird. Und der Schüler hat auch jeweils nur begrenzt Zeit pro einzelne Aufgabe. Am Ende, wenn der Test fertig ist, werden die Abgaben dann alle gesammelt und übersichtlich dem Lehrer zur Verfügung gestellt, sodass er dann einfach kontrollieren und berichtigen kann. Hier mal kurz ein Beispiel aus unserer UI für die Multiple-Choice-Frage. Da haben wir oben ganz prominent die Frage. Die verbleibende Zeit wird auch angezeigt. Die zählt in Echtzeit runter, damit man einen guten Überblick hat, wie viel Zeit man sich noch lassen kann. Rechts sieht man auch die gesamt verfügbare Zeit. Und dann kann man eine Auswahlmöglichkeit erstmal auswählen. Und wenn man sich dann sicher ist, die Auswahl bestätigen und abschicken. Und dann kommt die nächste Aufgabe. So, dann haben wir eine Live-Demo. Also als erstes können wir jetzt halt auf Login gehen und wir loggen uns jetzt nun einmal zuerst mit einem Lehrer-Account ein. Hier sehen wir alle Klausuren, die es gibt. In diesem Fall ist das die Klausur des allgemeinen Wissens. Und wir können die hier nun bearbeiten und sehen, welche Fragen es darin gibt, wie viel Zeit es für die Fragen gibt und bei den Multiple-Choice-Fragen, was für Antwortmöglichkeiten es gibt. Wir können uns das Ganze hier auch als CSV-Datei exportieren lassen
Und dann sehen wir hier, wer geantwortet hat und zu welchen Fragen er dies beantwortet hat. Nun können wir das Ganze noch einmal aus Schülerseite machen. Das heißt, wir loggen uns nun hier als ein Schüler-Account ein. Auch hier sehen wir die Klausuren, die zur Verfügung stehen. Wir können jetzt ganz einfach da drauf drücken. Wir sehen hier die heruntergehende Zeit. Wenn wir jetzt nicht antworten, wird automatisch die erste Antwortmöglichkeit genommen. Hätten wir in diesem Fall Glück. Nun haben wir mehr Zeit. Warum ist die Banane krumm? Wir sehen die Frage hier. Wir sehen die zwei Antwortmöglichkeiten. Wir können jetzt zuerst überlegen. Wir denken uns, vielleicht wegen den Affen. Können wir draufdrücken. Dann entscheiden wir uns aber doch noch. Wahrscheinlich doch wegen der Sonne. Wir können das noch ändern. Und erst dann müssen wir bestätigen. Hier haben wir nun auch eine Freitextfrage. Das heißt, wir haben hier als Beschreibung gesetzt. Das kann bei jeder Frage gesetzt werden. Bitte gebe den Rechenweg ein. Jetzt können wir den Rechenweg angeben. So. Und dann auch bestätigen. Dann bekommen wir die Info, dass der Test beendet ist. Wenn wir jetzt zurück in den Lehrer-Account gehen und uns erneut die CSV-Datei runterladen, diese kann halt mit jedem Bearbeitungsprogramm geöffnet werden, dann sollten wir das eigentlich sehen. Hier sieht man es jetzt nicht, weil das auch mit demselben Namen abgegeben wurde. Aber grundsätzlich sieht man, welche Antwort ausgewählt wurde und man sieht die Fragen. Vielen Dank, dass ihr alle jetzt zugeschaut habt. Uns hat das Projekt sehr viel Spaß gemacht und deswegen werden wir auch nach dem Wochenende weitermachen. Hier seht ihr noch zwei Links, einmal den von Code und einmal den von der Dokumentation. Uns hat der Remote Hackathon sehr viel Spaß gemacht, also wollen wir noch zum Schluss unserem Orga-Team bedanken, dass sie das alles hier möglich gemacht haben. Vielen herzlichen Dank. Super fein. Auch danke für euer cooles Projekt. Danke für den offenen Code. Ja, das ist es, was die Welt mehr braucht. Mehr offene Daten, mehr Open Source Code. Und genau. Das ist richtig gut. Ich habe noch eine Frage an euch, liebe Leute von den Online-Klausuren. Ja? Wenn ihr sagt, ihr werdet daran an dem Projekt weiterarbeiten, auch nach diesem Hackathon, ja, dann würde ich auch daraus lesen, dass es bei euch in der Zusammenarbeit gut geklappt hat an diesem Wochenende, oder? Für alle Leute, die jetzt zu Hause im Homeoffice sitzen, ja, und sich mit den Kollegen und Kolleginnen immer remote zusammentun müssen, um Arbeit weiterzubekommen und einfach sich generell jetzt für die nächsten Wochen oder die nächste längere Zeit auf so Remote-Zusammenarbeit einstellen müssen. Was sind eure Tipps aus einer Gruppe, die innerhalb von weniger als 3 Tagen so ein großartiges Projekt auf die Beine gestellt hat? Wie habt ihr euch organisiert? Ich denke, im Gegensatz zu anderen Gruppen, hier haben wir uns eigentlich relativ frei organisiert. Wir haben uns jetzt nicht unbedingt feste Zeiten genommen, sondern es war so ein, wenn wir gerade da sind, dann können wir auch miteinander reden. Also wir haben uns jetzt keine feste Zeit genommen, wo wir gesagt haben, um 12 Uhr müssen alle da sein, sondern wir haben halt geguckt, wenn wir dann halt da waren, haben wir weiter dran gearbeitet und wenn halt gerade nur einer dran gearbeitet hat, hat halt nur einer dran gearbeitet. Aber ich denke, dass das halt einfacher gemacht hat, einfach dadurch, dass wir uns alle ohne Probleme die Zeit einteilen konnten und wenn einer mal weg war, war nicht schlimm, dann kam er halt eine Stunde später wieder oder so. Besonders gut war auch, dass wir zusammen am Anfang das Projekt geplant hatten und auch genau definiert hatten, was jetzt zwischen Backend und Frontend, also das bedeutet der Website und dem Server, der im Hintergrund läuft, hin und her geschickt werden muss. Und dadurch hatten wir natürlich auch die Freiheit, dass wir nicht für jede einzelne Sache einmal jemand anderen fragen mussten oder das nochmal geklärt haben sollten, weil es eben vornherein ein bisschen geplant war, aber eben nur so viel, wie auch wichtig war. Cool. Danke, das sind richtig gute Lessons, die ich da raus lese. Und zwar eine richtig gute Planung am Anfang, Arbeitspakete abklären, Schnittstellen abklären, wer
wer wofür zuständig ist. Und dann auch ein nettes Learning, und finde ich, kann man sich auch eine Scheibe abschneiden, dann auch nicht stressen lassen, wenn mal jemand nicht da ist, sondern einfach ein bisschen schauen, wir haben ja jetzt eben ein bisschen Zeit. Genau. Herzlichen Dank. Großen Applaus für das Projekt Online-Klausuren. Danke euch.